Wir machen weiter mit dem Tagesordnungspunkt 35, Ausreichen eines Trägerdarlehens. Hier habe ich zwei Wortmeldungen signalisiert bekommen, Herr Lommel und Herr Wirz. Beginnen wir mit Herrn Lommel. Herr Wirz nicht. Gut. Dann nur Sie. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer am Livestream, wir haben, ich will das ganz kurz machen, es soll ein Darlehen nachgereicht werden für das Hans-Steyer-Stadion und wir werden der Sache natürlich zustimmen, weil wir möchten haben, dass es schnell weitergeht. Das ist ein tolles Projekt für Dresden, gar keine Frage. Was einen ein bisschen stört, und das muss man auch in der Öffentlichkeit durchaus mal sagen, ist diese Nachreichung, Situation, wie sie zustande gekommen sind. Es sind drei, zumindest habe ich so gelesen, drei Bausteine, um die es hier geht. Einmal ging es um Mehrkosten, die sich ergeben haben aufgrund der ökonomischen Situation. Das kann ich nachvollziehen, ist in Ordnung. Haken dran, das konnte man schwierig einschätzen. Jetzt kommt noch eine zweite Sache. Jetzt heißt ja plötzlich, ja, der musste mehr Boden abgetragen werden und das hat auch extra Geld gekostet. Da habe ich schon ein bisschen Probleme, dass, wo ich mich frage, kann man das nicht vorher ausrechnen und warum ist das dort? Begründung liegt in dem Antrag nicht vor. Das ist also der zweite Punkt. Der ist schon etwas kritischer, kann man schon sagen, na ja, gut, Fehler, aber da muss man schon mal fragen, es wird immer etwas sehr günstig gerechnet und nachher kommen die teuren Aufschläge und nachher heißt es, wir haben so teuer gebaut und am Anfang war ja alles so ein bisschen günstiger. Der dritte Punkt ist, der ist für mich besonders kritisch, ist, es soll jetzt so ein Fahrradständer dazukommen, also für Fahrradparkplätze, das ist erstmal gut. Ich frage allerdings, warum ist es nicht vorher schon verabredet worden? Es kam also später hinzu. Obwohl ja in Dresden es war gar nicht bekannt, dass es hier Fahrräder gibt. Es ist gar nicht bekannt, dass es Leute mit dem Fahrrad insbesondere zu dieser Sportstätte fahren wollen. Also was ganz Neues plötzlich, was das ist. Nein, das hätte man vorher wissen sollen. Und meine Frage ist natürlich in die Verwaltung, warum kommt es erst später hier dazu? Das ist jetzt nicht irgendwie sehr problematisch und sehr schwierig zu erkennen, dass wir Fahrräder brauchen, zum Parken dort, ja, das ist nichts Besonderes und das kommt jetzt als Nachtrag. Also ganz klar, wir stimmen der Sache zu. Die Kritik von diesen drei großen Bereichen, warum jetzt eben Gelder nachgereicht werden müssen, wollte ich hier sagen, weil ich hier kritisch mit der Verwaltung umgehen möchte, was solche Bausachen angeht. Diese Kritik, die immer kommt, die öffentliche Hand kann nicht bauen, wird durch solche Sachen immer bestätigt und ich mahne, dass wir das besser machen. Vielen Dank. Als weitere Wortmeldung Frau Dr. Geitsch. Okay, selten genug gemacht von dem Platz aus. Ich habe wegen der Nachbesserungen schon im Sportausschuss nachgefragt. Der Herr Wirz hat das gestern hier im Rat noch mal gemacht. Es bleibt aber trotzdem offen, die Frage, können wir dort als Stadt, was die Frage des Bodenaushubes anbelangt, nie doch die Firma regresspflichtig machen? Das bleibt als Fragezeichen stehen. Alles andere, was unvorhergesehene Materialpreissteigerungen aufgrund des Krieges in der Ukraine anbelangt, das ist schon plausibel. Das können wir schon akzeptieren, müssen wir auch akzeptieren, geht gar nicht anders. Aber bei der Gesamtentwicklung des Projektes, was sehr wichtig ist für Dresden, auch mit Blick auf die künftige Europameisterschaften, die wir hier stattfinden lassen wollen, bleibt es aber eben wichtig, dass wir als Stadträtinnen und Stadträte durchsichtig, plausibel über die finanziellen Entwicklungen informiert werden. Ich würde deshalb nachdrücklich nochmal darum bitten, auch im Nachhinein nochmal auf die Frage Aushub zumindest schriftlich zu informieren. Wir wollen uns dem Projekt nie entgegenstellen, wir würden uns deshalb heute enthalten. Aber da wiederhole ich nochmal das, was ich gestern gesagt habe, haben wir zugesagt, kommt in der schriftlichen Antwort mit. So, weitere Wortmeldung sehe ich nicht, dann kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen.
44 Ja, 1 Nein, 10 Enthaltungen. Damit wäre das so beschlossen.